Ja, heute sind wir im Seniorenbüro, denn das Seniorenbüro ist vor einigen Tagen 25 Jahre alt geworden und neben mir sitzt die Leiterin des Seniorenbüros, Frau Ria Grambitz. Kein Wasser oder Woi, wir haben zuletzt angestoßen, schon bei der Feier, 25 Jahre Seniorenbeirat, 25 Jahre Seniorenbüro. Was ist da eigentlich der Unterschied? Seniorenbeirat und Seniorenbüro werden oftmals in einem Atemzug genannt. Ja, haben aber unterschiedliche Aufgaben. Der Seniorenbeirat ist das politische Gremium der Senioren hier in Speyer. Also hat die Aufgabe zu gucken, wo gibt es Lücken, wo müssten sich Dinge verändern im Sinne der Senioren, da die Stimme zu erheben, sich stark zu machen für positive Veränderungen, sind deshalb auch in Ausschüssen, sind da Und eingeladen. werden im Stadtrat gehört, haben aber kein Stimmrecht. So ist es, Ja. genau. Sind aber, wie gesagt, in verschiedenen Gremien wie Bauausschuss oder Sozialausschuss, also In den Ausschüssen. beratenden Gremien, Genau, ja. richtig. Und das Seniorenbüro hat, wie gesagt, eine andere Aufgabe. Ganz am Anfang sollte in Speyer eine Anlaufstelle geschaffen werden, wo Senioren hinkommen können oder ihre Angehörigen mit all ihren Fragen, die immer besetzt ist. Eine Sache, und wir beraten ja auch. Das Seniorenbüro hat auch die Aufgabe, das Wissen und Können der älteren Generation wieder in unterschiedliche Projekte einzubeziehen. Das ist unsere Aufgabe. Da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr drauf. Wir werden jetzt noch mal einen kurzen Ausschnitt sehen von den Feierlichkeiten im historischen Ratssaal. Ja, Sie haben die Aufgaben erwähnt, die vielfältigen Aufgaben, die im Bereich der Kultur auch liegen, Kultur für Senioren, Seniorinnen. Was gab es da an Entwicklungen und Veränderungen im Laufe der Jahre? 25 Jahre ist ja eine recht lange Zeit, ne? Das ist wirklich eine lange Zeit, ein Vierteljahrhundert, ne? Ja. Das klingt doch schon gewaltig. Ja, man muss bedenken, als zum Beispiel 96 oder als ich begonnen habe, da gab es noch gar keine Pflegeversicherung. Also das ist ein Bereich, wo sich enorm viel verändert hat. Da gibt es Bundesgesetze, Landesgesetze und dann muss die Kommune umsetzen. Und dieser Bereich ist auch bei mir gelandet. Das war also von Anfang an nicht der Fall, aber ist eben dazu gekommen und das ist eine enorme Veränderung. Im Konkreten gibt es dann diese Koordinierungsstellen oder Beratungsstellen, ne? Einerseits, ne? Aber so die erste Anlaufstelle kann ich mir gut vorstellen, dass das Seniorenbüro ist, ne? Mal so unverbindlich zu fragen auch sozusagen. Ja, das ist auf jeden Fall das Seniorenbüro geblieben. Und ich würde jetzt mal meine Aufgaben oder die Aufgaben des Seniorenbüros in drei Bereiche vielleicht zusammenfassen. Einmal ist es die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, den Senioren selbst in ganz unterschiedlichen Projekten, wie ich schon sagte. Der zweite Bereich würde ich betiteln Öffentlichkeitsarbeit zu zwei bestimmten Bereichen vor allen Dingen. Einmal demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf alle Bereiche und das Alter muss man differenziert sehen. Und dazu wurden immer wieder von mir Projekte gemacht, um Impulse zu geben und das Bewusstsein zu Ich habe schärfen. vorhin erwähnt, kulturell, die Kultur der Senioren. Da bin ich immer mal wieder mit der Kamera dabei gewesen, deshalb muss ich auch sagen, sind die Konzerte am Nachmittag. Wann haben denn die begonnen? War das gleich von Anfang an?
Ich möchte ganz kurz noch den Ah ja, dritten Entschuldigung, Bereich benennen. ja. Das ist was ganz anderes, Pflegestrukturplanung. Vielleicht kommen wir nachher dazu, was dazu alles gehört. Zu den Konzerten, die habe ich begonnen im Jahr 2007. 2007, also jetzt im 11. Jahr. Und das war genauso ein Impuls, demografische Entwicklung, Auswirkungen auf alle Bereiche, auch auf die Kultur. Und wenn es immer mehr Menschen gibt, die abends nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, gesundheitliche Gründe, es geht kein Bus mehr, was auch immer, dann muss es am Nachmittag genauso gute Kulturveranstaltungen geben wie am Abend, von der Qualität her. Hier auch. Und deshalb habe ich mir ein Konzept überlegt, um diesen Impuls reinzugeben, aus diesem Grund, nicht um jetzt auch noch Kultur zu machen, weil in Speyer ist sehr, sehr viel, wird sehr viel geboten, sondern es ging mir um diesen speziellen Punkt. Ja, da sehen wir jetzt auch einen kurzen Ausschnitt aus einem dieser Konzerte am Nachmittag. Ja, dann die Konzerte am Nachmittag. Da haben wir einen kurzen Ausschnitt gesehen. Die haben sich ja weiterentwickelt, Frau Krambitz. In welche Richtung gehen die? Ist die Entwicklung gegangen? Ja, die Weiterentwicklung, die war mir sehr wichtig, weil man kann die Veränderungen in unserer Gesellschaft so gut aufzeigen an dem Beispiel der Kultur. Also ich habe dann Konzerte organisiert mit jungen Künstlern auf der Palliativstation, im stationären Hospiz und dann auch Konzerte für Menschen mit Demenz. Und es war mir wichtig, so Eckpunkte zu besetzen. Einmal die Konzerte im historischen Ratssaal. Da können Menschen kommen, die noch selbst kommen können, aber auf der Palliativstation oder im stationären Hospiz, wo wir lange Zeit auch waren, da sind Menschen, die eben sehr schwer krank sind, todkrank auch sind, um da auch zu zeigen, das ist wichtig, das ist Lebensqualität bis ans Lebensende und sie gehören zu unserer Gesellschaft. Man darf sie nicht vergessen. Und deshalb finde ich die so wichtig. Ja, jetzt haben Sie die Pflege erwähnt, die Pflege und die pflegenden Angehörigen. Was gibt's denn da? Was sind denn da die Aufgaben des Seniorenbüros? Die Aufgaben vom Seniorenbüro, die sind in diesem Bereich koordinierend oder moderierend. Was heißt das jetzt? Wichtig ist ja, die Partner zusammenzubringen aus den verschiedenen Bereichen, aus dem ambulanten Pflegebereich, stationären Bereich, Beratungsstellen, dass die alle auch an einen Tisch kommen. Und deshalb organisieren wir seit 1996 bereits regelmäßig Pflegekonferenzen, die jetzt von der Bürgermeisterin, früher vom Bürgermeister, immer moderiert werden. Und die Aufgabe, die inhaltliche Vorbereitung,
liegt in meinen Händen. Und aus diesen Konferenzen ergeben sich auch immer wieder Aufgaben, wie zum Beispiel demenzielle Erkrankungen. Das ist ein großes Thema geworden zwischenzeitlich. Also wo allen klar ist, da muss etwas getan werden. Und deshalb gibt es neue Netzwerke, wie zum Beispiel das Netzwerk Demenz, das von mir dann wieder moderiert wird, wo ganz andere Fragen besprochen und überlegt werden und was kann man tun. Unsere aktuelle Geschichte, wir haben wieder unseren Wegweiser Demenz ganz neu überarbeitet, wo deutlich wurde, es hat sich wirklich auch viel verändert. Zum Positiven meine ich jetzt, es gibt mehr Angebote, es gibt mehr finanzielle Unterstützung im Vergleich gesehen zu vor 25 Jahren. Ja, vor 25 Jahren, das ist das Stichwort, 25 Jahre sind Sie Leiterin des Seniorenbüros. War das damals Ihre erste Stelle? Nein, das war nicht meine erste Stelle. Ich hatte natürlich vorher auch schon andere Stellen. Aber Sie natürlich waren damals eine junge Frau, die mit angefangen hat, sozusagen. Also die Stellen, die Sie vorher hatten, die waren keine 25 Jahre. Nein. Ja, Sie waren damals eine junge Frau gewesen, die mit Seniorinnen, mit Senioren arbeitet. Gab's, wie sind Sie damit zurechtgekommen? Ich bin gut damit zurechtgekommen, ja. Weil das war ein Aufgabenbereich, der mich interessiert hat und mir ja auch Freude gemacht hat, mir immer noch Freude macht. Deshalb hatte ich damit kein Problem. Es war ja ein Modellprojekt gewesen. Es war ein Modellprojekt, ja. Das dann weitergeführt worden ist durch die Stadt Speyer. Was hat sich denn bei Ihnen in diesen 25 Jahren persönlich verändert? Ich habe mir natürlich selbst auch viele Gedanken ums Älterwerden gemacht oder macht mir die nach wie vor, weil im Austausch mit Senioren bin ich ja täglich im Grunde damit beschäftigt, einmal zu sehen, was alles noch möglich ist. Also es ist ein Bereich, eine Arbeit, wo man nicht distanzieren kann, sondern die einem auch ganz selbst persönlich betrifft. Dann, wie wird es bei mir im Alter sein, die Frage, ne? Ja, genau. Und deshalb, wie ich sagte, auf der einen Seite erlebe ich ja Senioren, die unglaublich fit sind und ganz tolle Sachen machen, aber nach 25 Jahren kenne ich sehr viele Senioren, die eben auch krank sind, die pflegebedürftig sind zwischenzeitlich und sehe auch die andere Seite des Älterwerdens. Und natürlich mache ich mir da auch meine Gedanken und empfinde es aber als eine Bereicherung, muss ich sagen, oder möchte ich sagen. Ja, Sie sind Kaiserslauterin geblieben. Vor ein paar Jahren hatten Sie mir mal erzählt, dass Sie nach Speyer ziehen wollen. Haben Sie in Speyer mal gelebt? Ja, ich habe auch in Speyer mal gewohnt und zwar für 9 Jahre. Das war natürlich sehr angenehm. Aber ich wohne jetzt zwischenzeitlich wieder in Kaiserslautern. Was sind die Gründe, wenn ich fragen darf? Ja, nach dem Tod meiner Mutter, mein Vater ist ja schon länger tot, konnte ich das Elternhaus nicht verkaufen, denn da haben die Eltern schwer geschafft und haben sie auch schön für ihre Kinder gemacht. Und deshalb habe ich mich entschlossen, dahin zu ziehen. Und 2 Wohnungen, das geht nicht. Ja, hilft es auch ein bisschen Abstand zu bekommen von der Arbeit? Natürlich, das ist ganz klar. Wenn ich im Zug sitze, dann lasse ich Speyer hinter mir und dann habe ich was anderes vor mir. Ja, Frau Krambitz, dann schönen Dank. Dann hoffen wir, dass das Seniorenbüro weitere 25 Jahre besteht. Dann aber nicht mehr mit mir. Okay, danke.